Und damit zur Leichtathletik. Vergangenes Wochenende hat sich in der Linzer Tipps Arena die Elite des Mehrkampfs getroffen. Für Favorit Dominik Distelberger hat es dabei nicht wirklich Konkurrenz gegeben. Bei den Damen war es schon etwas ausgeglichener. Erst im letzten Bewerb hat es sich zwischen Sarah Lager und Verena Meyer entschieden. Nach 6 Stunden Wettkampf und hochklassigen Bewerben hätte der Fünfkampf der Damen nicht knapper ausgehen können. Mit Verena Meyer und Sarah Lager, 2016 Juniorenweltmeisterin im Siebenkampf, sind die Staatsmeisterschaften stark besetzt. Einzig Ivona Dadic fehlt. Sie bereitet sich in Südafrika vor. Aber beginnen wir chronologisch. Nach dem ersten Wettkampf, den 60-Meter-Hürden, liegt Verena Meyer mit einer Zeit von 8,62 Sekunden knapp vor Sarah Lager. Dann gelingen Lager im Hochsprung überragende 1,81 Meter. Persönliche Bestleistung. Boah, ich bin so happy. Auch der Hochsprung mit den 1,81 waren so schön, dass da endlich wieder mal was weitergeht. Dann folgt das Duell im Kugelstoßen. Meyer und Lager stoßen mit 13,85 Meter exakt die gleiche Weite. Im Weitsprung springt Meyer im letzten Versuch auf 5,91 Meter, 5 cm weiter als ihre Rivalin aus Kärnten. Für Lager bedeutet dies Nervenstärke zeigen. Vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf liegt sie umgerechnet 4 Sekunden vor ihrer Konkurrentin. Und tatsächlich, die 22-Jährige behält die Nerven. In einem temporeichen Lauf kann Favoritin Meyer Lager nicht genug distanzieren. Lager kommt mit 1,49 Sekunden Rückstand ins Ziel. 35 Punkte Vorsprung entscheiden am Ende für Lager. Mit 4.468 Punkten holt sie den Mehrkampftitel nach Kärnten. Ich habe gewusst, ich bin gut drauf, aber gut drauf sein und es auf die Bahn bringen, sind zwar viele verschiedene Sachen. Hürden habe ich den Start wieder ziemlich verschlafen und Weitsprung auch relativ viel hergeschenkt. Aber Hochsprung und 800 sind echt perfekt. Von dem her echt ein guter Mehrkampf, aber noch Platz nach oben. Nach der starken Leistung darf sie sogar noch auf einen begehrten Platz für die Hallen-WM Mitte März in Belgrad hoffen, für die sich die besten 5 der Weltrangliste qualifizieren. Ungefährdet hingegen Dominik Distelberger. Der Niederösterreicher holt bei den Herren souverän den Siebenkampftitel. Distelberger profitiert aber auch von einer Verletzung seines ersten Verfolgers. Daniel Bertschler, nach den 60 Metern nur knapp hinter ihm, muss den Siebenkampf aufgrund von Rückenschmerzen bereits nach dem Weitsprung vorzeitig beenden. Von Disziplin zu Disziplin baut Distelberger seinen Vorsprung auf die Konkurrenz nach und nach aus, springt im Hochsprung 1,88 Meter, im Weitsprung gelingen ihm 6,82 Meter. Hinter Distelberger zeigt Moritz Hummer auf. Der 22-jährige Oberösterreicher überzeugt in den abschließenden 3 Bewerben am zweiten Tag und schiebt sich mit 442 Punkten Rückstand auf Platz 2. Mit 5.385 Punkten ist es für Dominik Distelberger der bereits 5. Staatsmeistertitel. Ein Titel, der gut tut, nach dem verletzungsbedingten Ausfall bei den Staatsmeisterschaften im Vorjahr und einer Corona-Erkrankung im Jänner. Das war der erste Mehrkampf seit 2 Jahren wieder und ich bin froh, dass ich wirklich verletzungsfrei da durchgekommen bin, dass es mir gut geht und dass ich auch heuer jetzt noch ein paar Wettkämpfe vorhabe, auch in der Halle jetzt noch, wo die Staatsmeisterschaften starten. Anders als im Vorjahr darf sich bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften auch der Nachwuchs wieder im 5- und 7-Kampf beweisen. Matthias Lasch ist im 7-Kampf bei den U20-Herren eine Klasse für sich. Im Vorjahr noch weltbester U18-10-Kämpfer sind die Erwartungen an ihn besonders hoch. Lasch glänzt mit starken Leistungen im Stabhochsprung, wo er seine persönliche Bestleistung nochmals um 20 cm überbietet, auf 4,50 Meter. Der 17-Jährige wird mit dem Titel belohnt, an dem anscheinend auch sein Papa Anteil hat. Gestern habe ich ein bisschen Probleme gehabt, körperlich, mit der Beinhaut, mit dem Kreuz. Aber das hat dann, zum Glück habe ich daheim einen guten Physio, einen Papa. Der hat da auf die Nacht, habe ich noch einmassiert und einen davor. Und deswegen hat es dann heute super hingehauen. Auch bei den U20-Damen wird Sophie Kreiner ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt mit neuer persönlicher Bestleistung. Der 7-Kampf der Unter-18-Jährigen geht an Nikolaus Ecker. Bei den Mädchen setzt sich Madeleine Huber an die Spitze. Die Tirolerin hat sich ihre Ziele für die anstehende Freiluftsaison klar gesteckt. 2022 ist ja die U18-EM in Jerusalem. Da würde ich sehr gerne teilnehmen und das ist ein Ziel.
Als nächster heimischer Höhepunkt stehen kommendes Wochenende ebenfalls in Linz noch die Hallenstaatsmeisterschaften in der Leichtathletik an.